Willkommen, liebe Clasherinnen und Clasher, bei mir im Thorsten Radtutu beim Clan, in meinem eigenen Clan, beim Clan Herausforderer, also heute mal ausgegebenen Anlass auf meinem Rathaus. Ja, es ist ja mein Rathaus 7 und ich weiß nicht, der eine oder andere wird vielleicht diesen Account nicht mehr ganz so im Blick haben, denn ich habe tatsächlich Freunde hier, beispielsweise den Jack. Den kennt ihr, glaube ich, aus meiner Community. Das ist genau der hier sein Lager schon hochpumpt, wunderbar. Der die endlos langen Kommentare schreibt, vielen lieben Dank auch, ist immer sehr, sehr informativ, ist komplett aus dem Clash of Clans Leben und das ist sein Rathaus 11, ist glaube ich Max, so wie ich das gesehen habe, also nicht so ganz Max von der Defensive, glaube ich, her, aber er ist auf Rathaus 12 gegangen, klopft jetzt auch schon sein Rathaus hoch, aber er hat das Nachtdorf ganz abgeschrieben, RIP COC, ich kann euch das mal ein bisschen größer machen, finde ich ganz witzig, hier aus den ganzen Verteidigungsgebäuden und aus den anderen Gebäuden die ganzen Kreuze hier gemacht, ich weiß nicht, was ich davon halten soll, aber ich fand es ganz witzig und ich wollte ja eigentlich heute mal überprüfen, ob Supercell wirklich in dem letzten Update alles umgesetzt hat, was es umzusetzen gab, denn ich hatte gedacht, ja, No Walls bis Rathaus 12, Ist er jetzt nicht mehr. Und was es natürlich auf diesem Account vor allen Dingen gibt, ich bin so ein bisschen nölig auf meinen anderen Account, nämlich auf den Rathaus 12er. Es gibt hier Loot. Ja, mit U. Ich weiß es jetzt mittlerweile. Dankeschön. Also, ich muss hier auch ein bisschen was tun. Allerdings tatsächlich, Supercell hat es eingehalten. Wunderbar. Ich muss diese folgenden Gebäude bauen, um das nächste Level des Rathauses freizuschalten. Ja, schade. Auch vor allen Dingen hier unten links die 175. Die tun mir echt weh. Und, naja, egal. Also aus der Traum von No Walls Account, was auch immer. Ich meine, das ist ein Spaß-Account hier. Aber ich bin schon mal im Clan Herausforderer. Das ist ja der Clan, wo wir demnächst vielleicht mal wieder einen Community-Clan spielen. Allerdings wird sich das leider wieder ein bisschen rauszögern, denn vor allen Dingen in der nächsten Woche habe ich mal so richtig, richtig wenig Zeit, um überhaupt so ein bisschen Clash of Clans, glaube ich, für euch zu bringen. Hat einfach damit zu tun, dass mir oder bei uns ein Kollege ausgefallen ist. Das heißt, dort kommt sowieso mehr Arbeit dann auf einen zu. Und hier auch noch jemand abwesend ist im Haushalt eine ganze Woche. Und wir sind hier also drei Männer und ihr wisst, so eine Drei-Männer-Wirtschaft, ne? Das ist nichts. Also ich muss ja auch dann leider so ein bisschen kochen. Ich kann ja nicht immer zu McDonald's mit meinen Jungs fahren oder sonst wo essen. Das geht auch nicht. Wir brauchen ja auch ein bisschen Vitamine etc. Also es wird ein bisschen weniger, aber ich denke mal, den einen oder anderen Tag schaffe ich sicherlich auch mal wieder eine Folge hinzulegen. Oh, den können wir auch mitnehmen. Wir brauchen vor allen Dingen, wie in allen anderen Rathausstufen auch, wir brauchen Elixier. Das, was ich natürlich nicht habe. Ich habe keinen Zauber, das heißt, so ein Account hier kann auch keinen Zauber aufnehmen. Oh, ein Blitz hat da gereicht, okay. Dann, wir wollen in jedem Fall gewinnen. Also ist ja mal wirklich Schmalspurfarm hier auf kleinen Accounts, aber die gibt es auch in Clash of Clans. Oder auch die vielleicht gerade angefangen haben, keine Ahnung. Und von daher ist das, ich finde es ganz schick hier auch mal mit dem Account so ein bisschen was zu machen. Der Account ist gut gelevelt, also ich habe Drachen. Ich habe vor allen Dingen Drachen, ich bin also CK-fähig. Finde ich auch nicht schlecht. Gucken wir mal, der hat ja auch keinen zweiten Minenwerfer, ne? Oder habe ich mich da irgendwie verguckt? Ne, ich habe mich nicht verguckt. Er hat einen Drachen in der Clanburg, scheiße. Okay, jetzt habe ich die Arschkarte. Den Drachen kann ich auch nicht blitzen, aber ich kann hier meine vielen, vielen Bogus reinschicken, die hoffentlich den Drachen machen. Mal gucken, ich schicke dann gleich meine Barbaren erst wieder rein. Ja, die machen in jedem Fall jetzt den Drachen. Das hat jetzt die Masse gemacht hier. Jetzt muss ich auch mal gucken, wo ich vielleicht noch was wegsprengen kann. Oh, brauche ich gar nicht. Ah, sieht ganz gut aus. Also der Account hier, ja, er macht mir Spaß. Ich habe 200 Truppen vor allen Dingen. Also ich habe hier ganz brav die Armeelager gelevelt. Solltet ihr übrigens auch machen. Einfach Prioritäten setzen. Hab hier eine Kaserne, so dass ich wenigstens Drachen machen kann. Oh, da hat's alle Bogenschützen gerade unten zerrissen. Auch nicht schlecht. Aber ich glaube, das Elex schaffen wir. Jetzt schaffen die das Rathaus nicht mehr. Naja, egal. Ja, Meinungen brauche ich, glaube ich, nicht mehr einzuholen, ob euch das Rathaus 12 gefällt oder nicht. Mir gefällt halt im Moment einfach der Lot nicht. Und ich freue mich, dass Supercell alles eingehalten hat hier. Denke ich mal, auch mit den ganzen Geräten. Ich hoffe, dass sie wieder bei euch alle funktionieren. Ich weiß nicht, ob wirklich jetzt
schon alle gehen. Aber ich hatte ja gestern schon gesagt, bei mir gehen alle Android-Geräte, alle Android-Emulatoren auch. Und auch diese Folge hier drehe ich ja an einem Emulator ab. Und ich hatte mir auch schon mal überlegt, das Ganze zu zeigen, wie man das eigentlich am PC macht. Aber das hat ja jetzt mein Kollege auch aufgeschnappt. Dann schaut ihr das einfach da beim lieben Olli. Ich denke mal, der macht das auch sehr, sehr gut. Also es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, was auch vor allen Dingen die Emulatoren angeht. Da habe ich auch im Moment keinen wirklich guten Tipp. Nehmt den. Ich nehme die, die halt auf meinem System für mich am besten laufen. Da ist nochmal eine Sprungfalle. Okay. Ja, Bauhütten. Ja, den Bauhüttenkram. Okay, eine Bauhütte noch. Dann haben wir den auf Null gefahren. Aber er war jetzt mal wieder nicht so stark. Das macht mir aber nichts. Ich brauche hier reichlich Elex, damit ich jetzt wirklich die Sachen rauskriege. Womit ich mich natürlich ein bisschen schwer tun werde, ist mit dem King 10.000 Dunkles. Das wisst ihr selber. Die ersten 10.000 sind die heftigsten 10.000. Und während meine Armee jetzt mal eben nachbaut, habe ich das eigentlich gemacht, angepasst? Ja, das sind 200. Dann können wir die auch ausbilden, machen noch einen Zauber, wieder einen Zauber dazu. Und ganz schick, wir nehmen die mal im Boost heute. Ich booste heute mal den Account hier. Wo ich aber auch darauf hinweisen wollte, sind auch hier die deutschen News, haben sich ja angepasst mittlerweile. Und es gibt ja was gegen das Mobbing. Also unternimm gemeinsam mit Supercell etwas gegen das Mobbing. Und könnt ihr euch ruhig anschauen. Das ist ein YouTube-Video mit mehreren Mitgliedern von dem Team, so eine Art Anti-Mobbing-Team, was überhaupt hinter dieser Melden-Funktion steckt. Ist sehr, sehr interessant. Ist natürlich ein englisches Video, aber es hat super deutsche Untertitel und es ist, glaube ich, sehr, sehr gut auch übersetzt. Also guckt euch das ruhig an, dann versteht ihr diese Melden-Funktion. Ich habe sie nämlich auch nie wirklich verstanden, habe auch immer gedacht, das läuft sowieso irgendwo ins Nirvana. Und ist aber nicht so. Wird da super erklärt und kann ich euch einfach nur mal ans Herz legen. Klickt hier ruhig rein, guckt euch das Video an, dann wisst ihr, aha, die Melden-Funktion hat doch einen Sinn. Also da sitzen dann doch nicht nur Roboter dahinter oder Maschinen, die das Ganze irgendwie filtern oder deklassieren, sondern es wird wirklich dort etwas getan, es wird wirklich dort gelesen, es wird dort agiert und das finde ich sehr, sehr gut. Kann man nicht anders sagen. Ich kann hier übrigens live mit diesem Account hier eigentlich immer farmen. Oh, wieso habe ich denn so wenig Truppen? Eieiei. Okay, das ist ein bisschen wenig. Dann glaube ich, machen wir. Ich kann hier aus diesem Clan nichts zeigen. Das ist das Problem. Denn es gibt hier nur mich. Also gute Angriffe gibt es hier nicht. Da müssen wir kurz einen Cut machen. Und ich würde sagen, sehen wir uns gleich wieder, wenn meine Armee fertig ist. So, das geht in jedem Fall schneller, als ich gedacht habe. Wunderbar. Also nicht schlecht, hier heute auch mal auf so einen Account. Gehört auch dazu. Immer so. High-End-Content, Clankrieg. Ist sicherlich nett, aber ich will die anderen Sachen auch nicht unbedingt vernachlässigen. So, den nehmen wir gerne mit hier. Da muss ich mal gucken, ob ich hier nicht mit den Zaubern alle Minenwerfer hier rauskriege. Das wäre eigentlich ganz nett. Und das gelingt mir auch. Dann, oh, da ist sogar die. Haben wir da jetzt die Mauer aufgemacht? Nee, ne? Dann ziehe ich hier jetzt mal 1, 2, 3, 1, 2, 3. Und hier ein paar Schützinnen hinter. Ich glaube, so geht das ganz gut. Er kann das kaputt machen. Jetzt haben wir schon wieder nicht mehr so wirklich viel. Fehler an Defensive. Ich schicke die Mauerbrecher immer. Es gibt ja auch diesen Mauererfolg. Die rennen jetzt natürlich. Um Gottes Willen, wo rennen die denn hin? Alles klar, da hinten machen sie die Mauer auf. Super. Super Sache. Ja, hier brauche ich jetzt auch nicht wirklich alles an Armee. Aber hier gibt es wenigstens Loot. Den gibt es bei meinem Rathaus 12 im Moment nicht. Das ist echt ein Drama. Ich habe heute schon wieder geflucht und gemeckert und war nölig, weil ich eh so wenig Zeit habe und habe dann gedacht, naja, in der wenigen Zeit schaffst du wenigstens mal so ein bisschen was. Aber nix, null. Nichts geschafft, wirklich. Ich war drauf und dran, mir doch noch an dem ersten Tag diese Elex-Rune zu kaufen, weil ich gedacht habe, komm, bevor du gar keinen Loot mehr kriegst, kauf sie das Zeug jetzt doch für die Gems. Ich meine, ich habe ja genug. Ich glaube, ich habe ja jetzt ein bisschen viel Truppen, glaube ich, mal eingesetzt. Aber wir machen in jedem Fall noch einen dritten mit dieser Wahnsinnstruppe hier. Ja, die ging ganz gut ab. Ich habe ja noch nichts gelevelt hier im Labor. Muss ich mal sehen. Ich will jetzt auf jeden Fall die Sachen erstmal rauskriegen, die ich hier drin habe, beziehungsweise die hier noch im Shop schlummern.
Und da muss ich mal gucken. Ah, da können wir schon was machen. Wir können ja schon was machen. Wir können ja schon mal einen Bauarbeiter hier in die Kaserne hier reinbringen. Jetzt haben wir schon wieder so wenig Elex. Ich habe hier, glaube ich, habe ich hier noch was drin? Oh, ich habe noch ein bisschen was in der Schatzkammer. Und was kostet das Lager? Das ist, glaube ich, unter Ressourcen zu finden. Nehmen wir erst das Lager oder erst den Bohrer? Ich meine, der Bohrer ist auch nicht schlecht. Den müssen wir auch noch machen. Aber ich glaube, wir nehmen erstmal das Lager, oder? Ja, wir nehmen erstmal das Lager. Also, wir brauchen das Lager hier. Das Dunkle ist natürlich ein bisschen doof postiert. Aber ich glaube, in dieser Base ist das sowieso nicht so schlimm. Ihr seht das hier. Ich verteidige auch nicht wirklich. 100, nicht. Aber ich habe schon mal eine Verteidigung gewonnen. Aber ich glaube, die ist schon raus. Hier, eine Verteidigung gewonnen. Wunderbar. Nicht schlecht. Und ich kriege ja nie Klanburg-Truppen oder so. Also, von daher habe ich in dieser Saison schon mal 9 Mal verteidigt. Ja, das ist ja nicht schlecht. Okay, nochmal einen kurzen Cut, Endcut hier zum Endspurt und dann stoßen wir den dritten Bauarbeiter in jedem Fall noch auf, stürzen wir noch auf irgendwas. Auf was, das weiß ich jetzt noch nicht. Es wird auf jeden Fall auf meinem Kanal auch wieder der andere Content stattfinden, habe ich auch gestern angedrückt. Wir werden also auch natürlich wieder Rathaus 9 sehen, Rathaus 10 sehen, gar keine Frage. Ich war aber nun mal heute auf diesem Account hier, der machte mir einfach heute am meisten Spaß. Und deswegen habe ich gedacht, nehme ich einfach mal von hier ein bisschen auf, so dass wir wenigstens ein bisschen Clash of Clans sehen, auch auf dieser Ebene. Vielleicht gibt es ja jetzt ein paar, die jetzt erst mit dem Spiel begonnen haben. Also okay, das ist jetzt kein Beginner-Account, aber er ist relativ schnell auf 7 gekommen. Ich habe ja nicht wirklich viel gebaut, habe 3 Bauarbeiter. Also ein völliger Free-to-Play hier. Ich gucke hier auch nur alle Jubeltage mal rein. Also das ist jetzt kein Account, den ich so täglich exzessiv bespiele hier, sondern viele Sachen haben wir auch ein bisschen länger gebaut, vor allen Dingen die Minen und Sammler. Und mit nur 3 Bauarbeitern, da muss ich hier nicht jede Stunde reingucken, hat sich was getan. Deswegen habe ich oftmals so 2, 3, 4, 5 Tage hier gar nichts getan. Komme dann rein, bin natürlich mehrmals abgefarmt. Ist aber alles mit diesem Account hier nicht so schlimm. Aber er ist mein Platzhalter in unserem Community-Clan und die 183.000 hier, die lasse ich mir nicht entgehen. Vor allen Dingen hat er hier hinten einen Bogenschützenturm im Ausbau. Und okay, er hat jetzt hier den kleinen Minenwerfer. Den mache ich ihm trotzdem weg, ist egal. Solltet ihr auch tun, nehmt hier ruhig den Blitzhauer mit. Glücklicherweise habe ich kein Beben mit diesem Account. Und wo sind denn die Magiertürme? Okay, die sind da und da. Dann, ach, guck, hier ist auch noch einer. Eieiei, gar nicht gesehen. Und wenn die so klein sind, ihr seht das hier, da reicht ein Blitz auf 4. Ist natürlich nicht schlecht. Dann nehmen wir mal 1, 2 da und vielleicht 1, 2 hier. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich hier wenigstens in die Base reinkomme. Ja, das sieht ganz gut aus. So, dann nehmen wir hier ein paar Bogenschützinnen und auch hier eine Kanone. Dann ist sie sofort mal weg. Also, die spamme ich hier ganz, ganz piano an der Maus. Und weil die immer so schön am Rand stehen, kann man die auch so schön wegmachen. Denn die Base ist ja jetzt schon fast kampflos. Auch hier mit ein paar Bogenschützen, den einzigen Bogenschützenturm auf der Seite. Auf der anderen Seite wird mir jetzt vielleicht gleich so ein bisschen der nicht der Minenwerfer, der Magierturm hier zusetzen. Aber auch das kriegen wir geregelt, indem wir einfach hier ein paar Barbaren schicken. Jetzt muss der sich nämlich immer drehen und kriegt die auch gar nicht kaputt. Also der ist auch da ein bisschen zu klein. Das ist eigentlich schon gewesen mit der Base hier. Also auch die Ressourcen hier gehören uns ja gar nicht mal schlecht. Ich weiß ja nicht, noch nicht wirklich, was ich mit dem Gold mache, denn ich wollte nicht so super viel jetzt hier ausbauen bei dieser Base. Der soll einfach nur leveln. Und dann muss ich mal gucken, was ich mit dem mache. Ich weiß es wirklich noch nicht. Mal sehen. Aber irgendwann wird er die seine Pforten wieder öffnen für euch. Liebe Community, wenn wir einen Community-Clan-Krieg spielen, freue ich mich auch schon drauf. Ich weiß nur noch nach wie vor nicht, wann was machen. Denn wir wollen ja auch, dass ihr euch seht, mindestens in ein, zwei Livestreams. Habe ich auch schon wieder ein bisschen in Planung. Livestream gibt es bei mir auf jeden Fall vor der schwierigen nächsten Woche noch am Wochenende von mir. Also wir sehen uns in jedem Fall wieder aus irgendeinem CK, aus irgendeinem Dorf. Mal sehen, welches es wird. Kann ich jetzt schnell ausbilden, kann ich natürlich jetzt gar nicht machen. Die Zauber hier kann ich. Ja, okay, das ist immer ein bisschen doof, wenn du so weit vorproduziert hast. Also 1, 2, 3, Schnellausbildung. Ich weiß nicht, wie ihr es macht, aber ich bin hier jetzt im Boost und die Booststunde nutze ich auch. Ich kann jetzt das letzte Stück leider nicht aus dem Shop holen, deswegen würde ich sagen, machen wir hier den Tesla. 3 Tage gönnen wir uns den Bauarbeiter, damit sind hier zumindest alle beschäftigt und wir bekommen hier nach wie vor richtig was reingefarmt. Ich werde mir die Pötte heute noch voll machen. Und würde sagen, bis dahin, euer Toto. Rest.